Warum auch du eine perfekte Kindheit hattest. Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Ja, du hast eben eingangs richtig gehört, warum auch du eine perfekte Kindheit hattest. Darum soll es heute gehen in diesem kleinen Beitrag. Wir sind immer so dazu geneigt, vor allem in unserer Kinderstube, die Dinge uns herauszupicken, die überhaupt nicht prickelnd waren, wo wir Verletzungen erfahren haben, wo Mama und Papa uns gegenüber sich so verhalten haben, ja, dass wir als Kind so, ja, uns natürlich nicht gesehen und angenommen gefühlt fühlten, dass wir wie so eine Mauer um uns aufgebaut hatten und vielleicht waren sogar noch ganz, ganz schlimme Erlebnisse mit dabei, wo es noch um Gewalt und Missbrauch und solche Dinge einfach ging. Und das prägt uns natürlich das ganze Leben lang. Nur letzten Endes, mit dieser Prägung, die wir da angelegt haben in der Kinderstube, kommen wir dann später im Erwachsenen-Dasein natürlich nicht weiter. Sie hindert uns daran, in unsere wahre Kraft, Stärke und Energie zu kommen. Und wir richten die Aufmerksamkeit gerne so auf diese Dinge und suchen dann die Begründungen daraus, weil das und das in meiner Kindheit passiert ist, kann ich heute als erwachsene Frau oder als erwachsener Mann dies oder jenes nicht machen, es belastet mich immer noch und. Und wir fühlen uns dann natürlich auch in dieser Energie gefangen und es raubt uns auch letzten Endes Energie. Wie wäre denn mal so der Aspekt, wenn wir unser Augenmerk mal darauf richten, Dinge in der Kinderstube zu suchen, die richtig schön waren, die richtig gut waren. Und da bin ich ganz sicher, ganz gleich wie deine Kinderstube ausgeschaut hat, wenn du auch darauf mal dein Augenmerk richtest, dass du auch da Aspekte, Erlebnisse, Begebenheiten, Erfahrungen finden, die richtig schön waren, wo du ja deiner Mama, deinem Papa, deinen Eltern, deinen Großeltern, wem auch immer dankbar sein kannst. Und diese Dinge, die schenken uns dann letzten Endes Energie. Also ich möchte mal ein bisschen dazu anleiten, nicht immer nur in diesen schlimmen Dingen, die uns einfach in der Kindheit widerfahren sind, mehr oder weniger, die Aufmerksamkeit darauf zu richten und sich Energie rauben zu lassen, sondern auch mal ganz bewusst das Augenmerk auf die schönen Dinge zu richten, die in der Kinderstube auch waren, und das schenkt Energie. Das wissen wir alle. Wenn wir uns an schöne Erlebnisse erinnern, fühlen wir uns voller Freude, fühlen uns energiegeladen und sind gestärkt da für den Tag oder für den Moment zumindest, wo wir daran denken. Das andere ist noch ein Aspekt, wenn ich so die Aufmerksamkeit auf die Kinderstube richte, wo mir, ich sag jetzt mal, Schlimmes widerfahren ist, und ich mir dann auch die Frage stelle, was kann ich denn heute als erwachsene Frau, was kann ich denn daraus lernen aus dieser Situation, aus diesem Thema, was mir damals einfach widerfahren ist. Da werde ich auch nochmal Aspekte herausfiltern können und Informationen und Antworten bekommen, was ich heute als erwachsene Frau für mich oder auch für meine Kinder anders machen kann. Also diese Fehler nicht nochmal wiederhole, diese Themen, diese Prägungen, wie meine Eltern sich mir gegenüber verhalten haben. Ich behaupte einfach mal, die Eltern haben auch nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, und wenn Gewalt zum Beispiel da war, wenn mal die Hand ausgerutscht ist, dann ja, ist das auch nichts anderes, als dass Mama oder Papa sich auch völlig überfordert fühlten und in dieser Situation einfach aus der Überforderung heraus gehandelt haben. Wenn ganz, ganz schlimmer Missbrauch vorliegt, das ist natürlich jetzt nicht in einem Videobeitrag zu klären oder da näher zu bringen. Das sind ganz schlimme Dinge, klar. Nur wenn du auch jetzt die Aufmerksamkeit immer wieder auf diese schlimmen Dinge richtest, raubt es dir weiterhin Energie. Du kommst jetzt in deinem Erwachsenen-Dasein nicht in deine wahre Kraft und Stärke. Du kannst dich nicht auf deinen wahren Lebensweg begeben und suchst das einfach immer nur als Hinderungsgrund. Deshalb die Frage, finde in deiner Kindheit oder die Inspiration, finde in deiner Kindheit auch Aspekte, die wunderschön waren, die dir Kraft und Energie geschenkt haben, an die du dich sehr gerne zurückerinnerst, und gib diesen Erinnerungen doch mal einen etwas vielleicht größeren Raum in deinem jetzigen Dasein, in deinem jetzigen Erwachsenenalter, und dann fällt es dir viel, viel leichter, dein Leben jetzt nach deinem eigenen Herzen zu gestalten, weil es dir einfach auch Energie dazu schenkt.
Okay, das war schon heute der kleine Beitrag zum Thema, warum auch du eine perfekte Kindheit hattest. Wir können aus allen Begebenheiten einfach auch positive Effekte herausziehen. Und ja, dann würde ich sagen, ich danke dir nochmal ganz herzlich für dein Dabeisein und sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Deine Irmgard.